Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 355 von Simotrans mit dem Pack 192 German, war das, glaube ich, oder 128, 128. Egal, wir sind hier und hatten diesen Zug. Ist der schon am Zurückkommen? WSD ist falsch. Kommt der schon von da hinten? Sieht wohl so aus, ne? Okay, der ist auf dem Weg hierher gewesen und hat... Dann muss der andere ja hier unten schon sein. War das doch nicht so weit auseinander? Ne, hier ist er noch nicht. Wo ist er? Da ist der erst. Okay, der Weg von da unten nach da oben ist schneller oder der hat irgendwo noch einen Halt gehabt, den ich nicht mit eingeplant habe. Egal, wir hatten, wie gesagt, den Flair oder wie hieß der? Den Stadler GTW-Kopf, der war das wohl. Den hatten wir hier zwei Stück drauf gemacht, die hin und her fahren und dann müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Ne? Das machen wir alles noch im Intro. Bis gleich. So, er fährt schon wieder weg, wird wohl voll geladen sein. Ist er auch? In Murkratos, das passt jetzt. Aber wer holt hier ab, ist jetzt die Frage, ne? Ja, immer noch der lange Zug, den haben wir ja, glaube ich, gecuttet. Und der fährt jetzt nicht mehr nach Riedenburg, sozusagen. Hadex Baustoffhandel über Riedenburg Rathaus. Und ja, da kommt er doch gerade, oder? Der muss es doch sein. Riedenburg, ist das hier noch Riedenburg? Ja, der Halt heißt noch Riedenburg, oder? Nee, der Halt heißt Radexen. Das würde bedeuten, Hadexen, Adenau über Industrien wäre es jetzt und nicht mehr Riedenburg, weil das haben wir rausgenommen schon, ne? Das müssen wir dann umbenennen. Ja, aber jetzt werden wir diesen Zug dann überlegen müssen, dass der jetzt von da nach da fährt und die Fahrgäste darüber bringt. Das bedeutet, wir machen eine neue Linie mit Zug. Neue Linie und diese geht von hier nach da, oder? Ja, ruhig auch an das Gleis. Und ich würde tatsächlich sagen, Harte auf Mindestbeladung, nee. Das ist dann Personenzug, Hadexen, Stopp, Minus, habe ich schon Leerzeichen? Ja, Stahlberg. Gut, Schuss, ist da die Linie? Und dann müssten wir jetzt einen Zug da drauf setzen und überlegen, wie viele Leute sitzen hier denn noch fest? 5.934 oder sowas, ne? Ja, da müssen wir überlegen, ob dieser Zug fährt zweimal da lang. Nach da unten. Da müssen wir jetzt hier einen reinbauen. Ich würde den einfach doppelt nehmen. Der kriegt den Fahrplan jetzt. Personenzug, Hadexen. Ne, da sind wir erst bei GZ. Wir brauchen PZ. Hadexen, Stahlwerk, Riedenburg. Wir brauchen jetzt Hadexen zum Stahlwerk. Hatten wir. Das ist diese Linie. Und dort kann er einfach starten. Dann haben wir das schon mal geschafft. Er fährt jetzt hier gerade raus und bringt die Leute nach da. Und er fährt schon hier wieder wunderbar weiter. Und da müssen wir den Fahrplan ändern, aber hier müssen wir den ändern. Hadexen Baustoffhandel. Und das Stahlwerk hier. Hadexen Stahlwerk Alt war doch da rechts, ne? Gucken wir gerade kurz hin, das war doch so, ne? Ja, das muss raus. Und dann fängt er wieder da oben an. Dann kann dieser Halt allerdings raus auch, weil er von Hadexen Chemiewerk hinfährt. Und das war hier, oder? Ja, da unten.
Dann passt das erstmal. So, Stahlwerk brauchen wir nicht mehr anfahren. Jetzt ist er das erste Mal da, oder? Den habe ich gerade eben wohl zugemacht. Das wollte ich nicht so machen. Und gibt es hier Passagiere, die noch nach Riedenburg wollen? Alex und Stahlwerk, ne? Müssten wir jetzt hier haben. 25 sind da. Er fährt jetzt hier raus und fährt darüber, ne? Und er hier ist noch die alte Linie, ne? Genau. Der bringt noch mal welche dahin. Ist das so richtig? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass noch alles so richtig ist. Warum steht er jetzt am Signal? Warte auf freie Strecke. Achso, weil da noch einer drin ist. Wo ist die freie Strecke? Okay, das läuft gerade nicht so gut. Achso, der fährt zum Baustoffhandel jetzt. Also er hat sich das geholt. Und fährt jetzt leider nicht hier durch. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Und ich glaube, wenn er jetzt gleich gedreht hat, jetzt können wir das wieder wegmachen und er fährt dann nämlich so, wie er fahren soll, ne? So, hier müssen wir jetzt gucken, wo die alle hin wollen. Die müssten ja jetzt alle nach Riedenburg fahren wollen, ne? Und da müsste voll sein. Ne, nicht Quatsch, nicht von Riedenburg nach Hadexen. Hadexen Haupt oder was das wäre. Hadexen Baustoffhandel, so hieß es. Da fahren sie alle hin. 228, das passt. Also der ist jetzt voll. Und der fährt nur bis zum Baustoffhandel nur noch, ne? Dann haben wir das auch richtig. Hier müssen wir gucken. Der fährt jetzt über die Stahlwerke dann, ne? Er kommt jetzt gerade und fährt jetzt hier gleich rein und dann müssen wir gucken, wie viel er da absetzt, mitnimmt. Hadexen-Weizengasse, Stahlwerk Alt hier. 208 Passagiere stehen dann da. Müsste ja eigentlich voll werden, oder? Ja, ist er voll. Passt. Ja, passt. Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter gucken. Das ist gelöst. Jetzt müssen wir hier noch schauen. Der hat 518 und ist jetzt wo? Am Chemiewerk, ja, fährt jetzt im Chemiewerk rein oder nicht rein? Doch, er fährt da rein, naja. Und hat drei Personen, die da weg sind. Weg. Und fährt weiter. Mit drei weniger, hier hat er keinen geladen. Muss hier überhaupt? Ah ja, so ein paar Arbeiter sind doch wahrscheinlich hier, ne? Also passt das schon, dass er da durchfährt. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt einen Zug machen. Tja, wie machen wir den? Die müssen immer alle umsteigen, ne? Wenn der da so lang fährt. Vielleicht hätten wir einen Zug gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Ist schwer zu beurteilen, ne? Wo die alle hier jetzt hin wollen, ne? Wie haben wir denn jetzt hier Zielort? Ja, alle fahren zum Getreidehof. Ist der Getreidehof denn hier?
Nee, das ist nicht. Warte, sag nicht, die steigen jetzt hier alle aus. Doch, tatsächlich, die steigen alle hier aus. Wo fährt er jetzt hin? Er fährt weiter. Fährt er jetzt hier zum Kraftwerk? Wo fährt er hin? Er fährt da rein. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, warum die da oben alle ausgestiegen sind. Haben wir da schon was umgebaut gehabt und ich habe es nicht mehr auf dem Schirm? Wo ist er? Da ist er. Hat er schon angehalten und fährt durch. Hat hier aber auch keinen einzigen aufgenommen. Stehen die anderen jetzt hier rum? Gibt es hier einen Bus? Ja, es gibt hier einen Bus. Da ist er. Der fährt jetzt aber hier lang. Das ist ein Stadtbus, der durch Hardegsen durchfährt, oder wie? Nein, kann ja gar nicht sein. Das sind die Passagiere nur dafür, okay? Die sitzen hier drin. Also diese Arbeiter, die hier arbeiten, Hardegsen 61, sind natürlich eine Hausnummer, ne? Die Arbeiter da, die wollen alle hin und her. Okay, hier sind es Hardegsen 182 Arbeiter. Wow. Das bedeutet, der eine Bus, wenn das ein Bus ist, ist unterdimensioniert hier. Ne, der war es leider nicht. Der ist es. Der ist es. Regionalbus Höfe ist das. Ja, dann bedeutet das ja, dass da noch einer mehr drauf muss, ne? Suche, sortiert nach Fracht. Passagiere ist klar. Entschuldigung. Nach Kapazität. Ist schon nach Kapazität wahrscheinlich, ne? 55 Passagiere und er hier 145. Den kannst du doch nur da drauf machen dann, oder? Regionalbus Höfe. Kopieren, starten, warten. Den machen wir hier mal mit nicht laden. Weil der ist ja viel zu klein. Ist der. Ah, der fährt nur 50 km/h und der war bestimmt schneller. Deswegen hat man den da. War jetzt nicht so die tolle Idee, ne? Hätten wir denn einen hier. Ja, die waren alle 50, ne? Alle Stadtbusse. Der einzige, der schneller fuhr, war der wahrscheinlich. Oder dieser würde auch noch gehen. Der hat wie viele Passagiere? 65 und 55, ja. 10 km/h, 9 km/h Unterschied dann noch. Schwierig. Guck mal, der überholt nämlich dann sogar andere. Boah, Alter, das war aber jetzt dann ja der Tod, ne? Die sind ja ineinander gefahren. Gegenverkehr hat den jetzt nicht interessiert, ne? Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell fährt denn so ein LKW? Ah, jetzt habe ich den nicht erwischt. Der fährt 80 km/h, dann ist der Bus ja die Bremse. Ist das schwer, ne? Komm, den kannst du ladend weiterfahren lassen. Und Höfe
und kopieren, kopieren und Start, Start, Start und erledigt. Lass die mal alle rausfahren. Und dann muss das so klappen mit denen. Ah, den habe ich jetzt da oben ja schon offen, ne? 55 Passagiere. Okay, die stehen jetzt zwar ein bisschen Schlange, das klappt aber erstmal alles. Das war daneben geklickt, hier wollte ich rein, der fährt ja auch. Das passt alles und die Passagiere müssen erst weg hier, ne? Dafür haben wir mehr Busse jetzt da. Das ist es erstmal, da haben wir schon mal ein bisschen richtig geguckt vielleicht. Okay, und dann müssen wir in der nächsten Folge weiter hier die Linie machen, machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!